Moin Leute, Bad geht. Wir sind's wieder, DW Batz. DW Batz. Moin. So, jetzt haben wir gerade bei uns 13.25 Uhr. Warum haben wir nicht schon früher gelockt? Das ist eine gute Frage. Vielleicht weil Jürgen bis gerade neu geschlafen hat. Hört man gar nicht. Nee, hört man überhaupt nicht. Bin eigentlich voll fit so. Ja, was soll ich? War wie ein Pokémon Go hier. So, nee. Freunde. Ich sag euch mal, wo es heute hingeht. Und zwar fahren wir heute mit einem Kumpel, Florian, nach Fair Berlin. Ich weiß nicht, ob man es ordentlich ausspricht oder nicht, keine Ahnung. Ja, das heißt Fair Berlin. Genau. Also nicht Fair Berlin, sondern Fair Berlin. Genau. Also nicht mit einem E bei dem Berlin. Und da wird er sich aus 4000 Meter Höhe in den Tod stürzen. Dann natürlich nicht in den Tod, aber... Er springt falsch um. Genau, und wir begleiten ihn dabei. Und nehmen euch heute natürlich wieder mit, Freunde. Bis genau. Später. Ich geh ab. Da springt ich gleich heraus, Alter. Guck mal, wie geschillt der da einfach mal sitzt. Ja, ich zieh die Bank an. Warum fährt der jetzt so weit? Der muss ja erst mal Fahrt kriegen. Eine gute Puppe, Alter. Moin! Wie kannst du dir? Was ist das? Ein Riesenbauer. Ein Brühpimmel. Dann gönn dir mal. Gönnung. Aufgeregt? Ja, Mann. Stift mal schon. Bundeswehrsoldaten. Dann lass mal. Schön gerade eine Biene durch den Wald gezischt. Schön kocht das Feuer an. Ich bin so, ja, dann willst du nicht fliegen mal mit, ja? Das ist schon. Ei, Freunde. Ei, ei. Schönen guten Tag. Wir melden uns mal ohne Essen. Das wird so laut jetzt, ich will nicht sagen, ob wir uns hören können. Aber. Flori steigt gleich in den Flieger. Und dann sehen wir uns wieder hier auf der Erde. Da läuft Flori. Und da ist der Flieger. Flori, wenn du das siehst, ich werde dein Käppi gut hüten. Viel Spaß und bis gleich! Da sitzt Flori drin. Los! Da gab es den richtigen Muckensausen. Freunde, let's go! Komm heile wieder an, Flori. Also, die haben gesagt, die fliegen jetzt so ungefähr 15 Minuten.
15 Minuten genau, um die richtige Höhe zu erreichen. Ja. Und dann geht es 50 Sekunden in die Tiefe, also Freier Fall. Und dann nochmal 5 bis 6 Minuten ungefähr der Landeflug. Also ich muss sagen, ich bin nervöser als Flo wahrscheinlich. Nee, glaube ich nicht. Na doch, bestimmt. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich bin super nervös, obwohl ich nicht mal im Flugzeug sitze oder so eine Scheiße überhaupt mache. So. Aber ich mache das auch noch mit Charlie zusammen. Da wird ein Vlog folgen, Freunde. Könnt ihr euch drauf freuen. Wir wissen, also ich denke mal, dieses Jahr wird es nichts mehr, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Also das hat uns dann richtig angefixt. Und es hat sich sogar gelohnt, einfach nur als Zuschauer mitzufahren. Ja. Ich habe schon alleine viele Leute hier mit runterkommen mit dem Tempo und dann trotzdem so ganz langsam landen. Also das ist schon cool, das ist schon sehr interessant. Sein, ne? Aber Flori immer noch nicht in Sicht. Ich sehe nichts. Flori ist da. Oh, die Sonne. Da runter. Lachen, das ist jetzt gar nicht Flori. Doch, das sind die weißen Schuhe. Ja. Das ist er! Er ist wieder heile angekommen! Nice. Erzähl doch mal, wie war's denn? Kann man gar nicht beschreiben, was wir mal gemacht haben. Aber du hast auf jeden Fall, wenn die Tür aufgeht und wenn du dann am Abgrund sitzt, totaler Kontrollverlust. Wahnsinn. 200 Sachen sind wir da runtergerauscht, Alter. Aber was auch richtig krass war, ist, wo der den Fallschirm gezogen hat, wie du dann nach oben gezogen wirst, Alter, denkst, ich hau's echt zurück. Aber was noch richtig übel ist, der hat dann auch immer ganz unerwartet angefangen zu lenken, Alter. So geil. Richtig krass nach links, Alter. Schön steil runter, Alter. Boah. Aber mega. Ja, Mann. Warte mal, ich hab da ja gesehen. Ich hab komplett die Angst genommen. Obwohl ich gar nicht mehr irgendwie. Ausländische Fahrkraft. So, um das jetzt hier mal kurz festzuhalten: Dune hat gerade bestätigt, dass er mir den Tandemflug bezahlt. Absolut. Im Oktober spätestens, Leute, geht's hier los. Und meiner ist umsonst. Ja, Arschloch, ey. Aber dafür müssen wir noch einen vierten zusammenkriegen. Also, wenn ihr das Video seht und ihr habt Bock auf den Sprung, wir haben noch einen Platz frei. Genau, erste Fan-Treffen. Meldet euch. Definitiv. Kann ich nur jedem empfehlen. Es war absoluter Kontrollverlust, wenn ihr da oben aus dem Flugzeug hängt. Aber absolut geil, Mann. Absolut geil. 179 Euro, meine Freunde. Meldet euch, wenn ihr Bock habt.
haben wir aber ohne amputiert. Darüber macht man keine Witze. Darüber macht man keine Witze. Genau, ganz im Gegenteil, darüber machen wir zwei Witze. Freunde, wir beenden hier mit dem Vlog und wünschen euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Piu.